Das ist die jüngste Offensive der japanischen Armee. Andere Länder angreifen dürfen die Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht, aber Charmoffensiven sind ja nicht verboten. Yukari Miyake ist die einzige Sängerin der Marine und ein Star. Ihre Alben sind Bestseller. Wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich singe und dabei meine Uniform trage, dann merke ich wirklich, dass ich die Zuschauer ermutigen kann und dass ich sie in ihren Gefühlen noch weiter begleiten kann. Auf Gratiskonzerten zeigt sich die Armee von einer anderen Seite. Wenn immer mehr Leute entdecken, dass die Soldaten auch solche Dinge tun, dann wird sich das Image der Selbstverteidigungskräfte ändern. Auch dieser Online-Schönheitswettbewerb soll das Image der japanischen Selbstverteidigungskräfte aufpolieren und nicht zuletzt neue Rekruten bringen. Gesucht werden Mr. und Miss Selbstverteidigung. Auslandseinsätze führen japanische Soldaten heute vor allem auf humanitäre Missionen, wie hier auf den Philippinen. Ministerpräsident Shinzo Abe will das ändern. Die Ausgaben fürs Militär sollen in den kommenden Jahren kräftig steigen, damit Japan auch mal mit dem Säbel rasseln kann, etwa im Inselstreit mit China.